Kai, vielen Dank fürs Kommen. Auch ihr habt die Erfolgsserie der unheimlichen Augsburger Panther, wie man so titelt, nicht unterbrechen können. Ja, ich glaube, man hat gesehen, dass die Panther im Moment einen Lauf haben. Haben uns zwei Powerplay-Chancen und einen Sonntagsschuss, denke ich, eine Führung rausgespielt. Und hinten hat der zweite Torwart, denke ich, unglaublich gehalten. Also muss man Hut ziehen, der hat sehr gut gehalten. Wir müssen halt einfach schauen, dass wir uns davon nicht beirren lassen. Ich denke, der Weg war der richtige und da wird der Erfolg auch wiederkommen. Ihr seid ja relativ konzentriert und ruhig dann zweites Drittel, drittes Drittel fast wieder rangekommen. Ihr habt euch nicht beirren lassen. Ja, denke ich auch. Ich denke, der Prozess war da heute auf jeden Fall. So wie man sich es vorstellt. Das Ergebnis hat jetzt heute natürlich nicht gestimmt. Sind wir nicht zufrieden, aber wenn wir so weiterspielen, ich denke, ist nicht jedes Spiel, dass der gegnerische Torwart so spielt. Und wenn dir ein, zwei Dinger fallen und wir vielleicht mal in Führung gehen, dann mache ich mir keine Gedanken, dass wir auch wieder die Punkte einfahren. Bisschen schade ist vielleicht, dass gerade der erfahrenste Spieler in den letzten Minuten noch zwei Strafzeiten eingesammelt hat, die nicht unbedingt nötig gewesen wären, oder? Wie siehst du es? Ja, dazu äußere ich mich nicht. Okay. Steffen, die für mich unheimliche Erfolgsserie nach der Deutschlandcup-Pause geht weiter. Der 9. Sieg aus dem 11. Spiel. Unstoppbar? Was heißt unstoppbar? Es ist natürlich schön, dass das so klappt. Ja, wir geben jedes Spiel 100% und ja, setzen auch alles bestmöglich um. Also natürlich muss man auch sagen, natürlich Torhüter im richtigen Moment, die perfekten Saves umgedreht, Powerplay überragend. Also heute Wahnsinn wieder und Unterzahl eigentlich auch super gestanden. Entwickelt ihr euch langsam zum Geheimfavoriten? Naja, wir wollen jetzt diese halbe Saison gespielt. Wir wollen einfach spielen, von Spiel zu Spiel und schauen, dass wir möglichst viele Punkte holen. Kommen wir noch mal ganz kurz auf die Augsburg Panther, wenn du erlaubst. 9 Siege aus 11 Spielen. Haben sich die Panther so ein bisschen als Geheimfavorit etabliert mit so einer Serie? Deiner Meinung nach? Ja gut, Geheimfavorit weiß ich jetzt nicht, aber die Saison ist natürlich lang. Aber man muss schon sagen, am Anfang haben sie vielleicht oft ein bisschen Pech gehabt, viele Spiele knapp verloren. Aber auch zum Beispiel das Heimspiel, wo wir gewonnen haben, hat man gesehen, dass sie eine gute Mannschaft haben. Und jetzt denke ich, werden die wahrscheinlich auch nicht weiter so marschieren die ganze Saison. Aber die spielen gutes Eishockey und vor allen Dingen das Powerplay ist natürlich sehr gut, das ist immer wichtig. Es ist ja für die meisten Mannschaften ist Saisonmitte, für euch noch nicht ganz. Ihr habt heute das 23. Spiel gehabt. Wie sieht deine Bilanz bisher aus für euch als Team? Ja, ich würde sagen, wir sind trotzdem im Soll, aber ist natürlich immer gefährlich mit den Spielen weniger, wenn man vielleicht selber sagt, ja, die anderen haben Spiele mehr, aber die muss man auch erstmal gewinnen, die Spiele, die man hinten dran ist und ansonsten bringen die einem nichts. Also Ke Horstfeld hat gerade gesagt, man könnte euch als Geheimfavoriten betiteln, aber er sagt, ihr werdet auch mal wieder verlieren. Definitiv wird das mal wieder vorkommen, aber wir wollen natürlich, klar, wir wollen möglichst lange versuchen, beziehungsweise da oben mitzumischen, beziehungsweise immer Punkte zu holen. Mhm. Was ja auffällt, heute die Fansbahn da ist, war zum ersten Mal ausverkauft, so wurde es zumindest genannt. Die Lautstärke passt auch so, die Hölle des Südens ist auch wieder wach geworden oder ja, angeheizt. Ja, definitiv. Also es war Wahnsinnsstimmung heute, überragend, so wie ich es auch gewöhnt bin und also echt ganz toll. Super, danke an die Fans, also macht echt riesen Spaß und ich hoffe, es wird die nächsten Spiele auch so. Vor allem Standing Ovations während des Powerbreaks habe ich noch nie gesehen. Ja, das stimmt. Also wirklich, das ist echt eine ganz große Klasse. Ich bin echt, die Jungs sagen auch in der Kabine, wow, geiles Gefühl. Und dann habe ich gesagt, Jungs, wartet ab. Ist noch eine lange Saison. Schauen wir mal, was wir noch rausholen können. Dann gibt es noch mehr Party. Du warst heute bei zwei Szenen, die mich nur interessieren, direkt beteiligt oder indirekt beteiligt. Das eine war der Kopftreffer von Botin. Irgendwie hatte man das Gefühl, er steht gar nicht so sicher auf den Füßen, wollte aber im Tor bleiben. Du bist dann hingefahren und ihr habt ihn letztendlich rausgenommen oder er ist rausgegangen. Kannst du ein bisschen dazu was sagen? Wollte er im Tor bleiben? Ja, sicher wollte er im Tor bleiben. Er war nicht ganz da. Das Problem war ein Knockout gewesen. Er hat es genau aufs Kinn gekriegt und dadurch war natürlich, klar, logisch, er wollte weiter, aber im Endeffekt konnte er nicht einmal gerade auslaufen und dann haben wir gesagt, jetzt ist besser, er geht erstmal runter und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Okay, aber das heißt, es ist keine Gehirnerschütterung, sondern einfach jetzt mal ein Treffer gewesen, den er wegstecken muss, oder? Ja, war ein guter Uppercut, also hat er gut weggesteckt und ich denke, dann geht's weiter. Ja. Genau. Schön. Euer Ersatztorhüter hat super gehalten, das hast du schon erwähnt. Du hast es dann selber noch ein bisschen spannend gemacht, oder? Mit dem kurz vorm 2-3. Hast du den Schiedsrichter, der vor dir war angespielt, also wer war schuld? War ein bisschen unglücklich. Am Anfang stand er ein bisschen an der Bande. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt remme ich nicht, wollte erst in die Mitte spielen, dann drehe ich mich um und will eigentlich ins Glas reinhauen und dann sehe ich ihn und denke mir, naja Gott, dann
Ja, die Schiedsrichter waren mal dünner. Es passiert es natürlich. Ich bin froh, dass das Team mich da unterstützt hat und dann zum Schluss Gott sei Dank dann die 3 Punkte mitgeholt hat. Also ich musste ja bewundern, wie ruhig du gewesen wärst. Andere wären da ein bisschen aus sich herausgegangen. Ja, ich kann an der Situation ja nichts ändern. Was soll ich machen? Ein Schiedsrichter ist wie Luft zu behandeln und wenn er jetzt da direkt vor die Scheibe springt, wäre es auch egal. Dann ist es so, aber ist natürlich nicht schön. Passiert. Ich bin froh, dass das Team hinter mir stand und dann mich super, auch der Torwart, alles haben wir sehr überragend runtergespielt und ja, danke dafür. Eine Frage doch noch zu den Schiedsrichtern, der Kopftreffer nochmal zurück. Ich dachte immer, bei Kopftreffern Torhüter wird abgepfiffen. Ja, das ist ermessen. Es kommt immer noch an, wenn der Torwart ein Zeichen gibt, dass er nicht mehr irgendwie stehen kann, dann wird auch abgepfiffen. Das Problem ist an der Geschichte, Boots, ich glaube, der war auch noch nicht dazu in der Lage, dass er abpfeift oder ein Zeichen zu geben. Der wusste überhaupt nicht, was los ist. Der musste sich am Tor festhalten, wäre beinahe umgefallen. Der Schiedsrichter hat es dann auch falsch gedeutet. Manchmal, es ist gar nicht so einfach, also die Situation. Er hat danach auch nachgefragt, es tut ihm leid, aber klar, manchmal, Schiedsrichter sind auch nur Menschen. Okay. Das ermessen soll, das war jetzt genau, die Frage, die ich hatte. Genau. Ansonsten, letzte Woche habe ich Mike Stewart, euren Trainer, interviewt. Der hat gesagt, er hat eine unglaublich intelligente Mannschaft drin sitzen. Das sieht er als einen der Hauptgründe für diese Erfolgsserie jetzt gerade. Nimmst du das Kompliment an? Ja, definitiv. Also ich muss wirklich sagen, Hut ab vor allen Spielern da drin. Jeder denkt mit, jeder versucht, das System perfekt umzusetzen. Und ich denke, momentan setzen wir es auch wirklich sehr, sehr gut um. Arbeiten wirklich auch allgemein, auch vom Management. Wir arbeiten mit einem riesen Team hinten dran. Ob Ernährungsberatung, ob Fitnesstrainer, ob Physio, ob Betreuer. Also es ist unglaublich, es passt alles. Also es ist sehr, sehr professionell geworden. Wenn man das vergleicht vor 5 Jahren, da war das noch lange nicht so. Das heißt, ein Sieg am Sonntag in Nürnberg ist möglich? Ja, definitiv, klar, logisch, selbstverständlich. Wir müssen schauen, dass wir da wieder halt gut starten. Nürnberg ist natürlich, wissen wir ja, die ersten 10 Minuten kommen sie raus wie die Feuerwehr. Okay. Dann viel Erfolg dabei und gute Fahrt dorthin. Dankeschön. Ja.